Okay. Weiter geht's Richtung letzten Tumor hier. Ich muss halt hier so einen überspringen und dann ganz schnell viel kleine Dinges geben hier machen und dann hier durch. Okay. Das Ganze mit Selbstschussanlage. Vielleicht macht man mit Warten. Wenn du auf 100% hast, ein anderes Spieler verspielen? Ja, wahrscheinlich schon. Klar. Ich bin am überlegen, ob ich halt nie Automata überhaupt fertig spiele, weil ich irgendwie nicht so die Lust drauf, muss ich sagen. Aber kommt vielleicht wieder. So. Diablo 3 hat hier kein Profi eingestellt, obwohl ich Diablo gar nicht kenne und an jeder Ecke Quests und einfach alles einsammeln, was geht, ja. Hier gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Das ist einfach das Spiel. Das ist halt so. 18, ne, muss ich hin. Okay, warte mal. Noch, dass es so ein bisschen einfacher geht. Nein! Ich kann so kack. Oh, hier ist auch ein, das habe ich aber schon. Oh ja, das hat mich damals schon genervt. Oh, direkt geschafft! Super! Ha, geil! Also ich hätte ja riesig Bock auf Dark Souls. Ich habe einfach riesig Bock. Ich habe aber auch einen riesen Respekt vor diesem Spiel. Und ich habe Angst, dass es... Nicht, dass ich es nicht schaffe, sondern dass es mich... Es gibt nämlich Dark Souls 1, 2, 3 plus Add-ons und so weiter. Dass es mich halt irgendwie so viel Zeit kostet, dass ich nichts mehr anderes mache. Oh. Nein, Dark Souls kannst du nicht multiplayer spielen. Du kannst dir Hilfen rufen. Ah. Aber ich hätte so Bock, weil das Spiel ist so geil einfach nur. Ich habe das schon ein bisschen gesehen, so immer nebenbei. Mal in der Mittagspause mal ein Stündchen oder so. Bei diversen Leuten schon. Aber nicht so, dass ich jetzt viel vom Spiel weiß, das muss man natürlich sagen. So ein bisschen die Mechanik kenne ich. Und ein, zwei Bosse, die ich halt dann schon gesehen habe. So, hier ist er. Oh ja, ich weiß, welcher das ist. Hier bin ich schon eine halbe Stunde am Verzweifeln gewesen. Das ist nämlich reines Glücksspiel. Vielleicht jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrung. Wait, is this machine slave? What? By Tchaikovsky? That's pretty cool. A Marsh slave. I don't know, man. You mean the music in this floor? I don't know. Yeah, the soundtrack of this game is really great.
Ich muss nämlich von hier unten, von diesem Teil, was ihr da seht, hochdashen und dann gleich wieder runter. Und dann noch weiter und dann da hinten noch hochkommen. Super schwer. Mit Diablo 3 an. Ja, Diablo 3 habe ich schon durchgespielt. Schon vor meiner Streamzeit, glaube ich. Aber macht mir keinen Spaß. Ich kann es ehrlich sagen. Hat mir Spaß gemacht, einmal durchzuspielen. Aber dann irgendwie noch farmen oder so. Ah! Ja, also mit einem Charakter irgendwie in den ersten drei bis, keine Ahnung, bis Hölle 1 oder wie das heißt hier, der höchste Schwierigkeitsgrad. Und das war's. Das hier, das ist Gomorra. Ich weiß nicht, wie man das angehen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich guck mal, was die hier schreiben. Ob es da irgendeinen Trick gibt. Tumor 18. Hier. Use the spring in the bottom center? Ja, wer hätte es gedacht? To reach the sink. Centrally located tumor. The bullets make getting this one pretty tough. Danke für diesen Tipp. Ja, die Bullets machen es schwer. Danke. Na, das war gar nicht schlecht. Und dann wieder runterkommen, ne? Ich muss mich da irgendwo festhalten. Ne? Kann ich zurück, das Schlimme ist, zurück kann ich nicht. Ich teste jetzt mal was. Ob ich mich da vorne festhalten kann und wie, obwohl ich da abspringen kann. Addon? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da habe ich es mit Addon habe ich noch einmal probiert oder so. Dann war es das aber. Komm, schieß mich. Nein, spring doch richtig hoch, Junge. Das ist einfach nur probieren und falsch machen und schaffen irgendwann aus Glück oder mit Glück. Also der letzte hier, den will ich schon noch haben. Also das sind 90 Minuten durchspielen, das Achievement. Das, da ist auch ohne die Tumore natürlich. Ich
nicht ganz. Der ist echt tough. Nein. Ich sehe schon, dass es nichts wird, aber dann bist du schon so weit, dass es echt schwierig ist, das nicht mehr zu machen. Jetzt! Ah, zu spät. Ah, der kommt gut. Ah, schade. Shit. Du musst zwischen den, am besten ist vor denen natürlich runter. Also vor denen hoch. Und hinten dran wieder runter. Aber das muss, das ist halt so schwer, das zu timen. Ja klar, das sind halt die, die ich beim normalen Durchspielen nicht geschafft habe, ne? Die Tumore. Ja, schaffe ich auch noch. Ich setze ja schon zweimal fast eigentlich. So viel dazu, ne? Ach, Mist. Och, nee. Ist halt blöd, je länger du wartest, wenn du ihn hast. Umso weiter bist du nach hinten gefahren, umso öfters musst du halt springen. Das heißt, du musst direkt weiter springen, ne? Die meisten Tumore kann man halt saven, indem man einfach rückwärts aus dem Level wieder rausläuft. Gehen hier aber nicht. Kommst du nicht mehr zurück. Ich habe das Spiel am Anfang probiert mit Gamepad zu spielen, mit Tastatur zu spielen, keine Chance. Komm schon. Yes! Boah!
Gut, hier haben wir alles. Außer die Cartridge, die kriegt man aber nur mit einem... Wie heißt's? Mit einem Schlüssel. Leider. Ich habe noch keine Ahnung, wo man die ganzen Schlüssel herbekommt. So, das heißt, wir haben hier alle Tumore. Jetzt fehlen hier fehlen noch ein Haufen. Hier, das ist auch was. Da könnt ihr mir jetzt mal helfen. Das können wir jetzt noch machen. Da fehlt mir nur der Tumor im ersten Level. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ja, da fahren so ein paar Dinge runter. Aber ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Seht ihr den irgendwo? Also das hier ist keiner, das ist ein Hund. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich habe auch schon gedacht, wenn ich gleich von hinten komme oder so, dass er dann irgendwie runterfährt. Jetzt komme ich aber, von hinten komme ich eh nicht hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Also wenn ihr ihn irgendwo seht, ich gucke jetzt einfach mal. Golgotha heißt das hier, ne? Das ist echt, das ist ein ganz fieses Level hier. Oder die ganzen Level, Golgotha-Level. Mit diesen Hunden. Echt brutal. Da habe ich keine Ahnung, wo der hier sein soll. Was fehlt mir denn hier eigentlich noch? Die ganzen Secrets halt, ne? Tumor, warte mal. Warte mal. The first tumor will only appear when you drop through the door of the Hollow 15 if you teleport to Golgotha. Alter, das heißt, ich muss The Hollow komplett durchmachen. Das hier. Und muss dann aus dem letzten Level in das reinspringen und dann kommt der Tumor. Einmalig. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich wieder hier anfangen. Und ich kann nicht, weil ich kann hier ja nicht wieder nach oben zurück, ne? Okay, das heißt. Ein Retrograde fehlt auch nur noch im ersten. Gucken wir mal hier hin. Ah, das weiß ich schon. Das habe ich nur. Das weiß ich, wie es geht. Das habe ich nur vergessen, das letzte. Zack, so geht's. Dann haben wir nämlich die auch alle. Ach ne, ich muss noch speichern. Ne? So, jetzt haben wir sie alle. Ja, jetzt haben wir alle in Retrograde. Dann holen wir doch noch hier die vier Secrets, die es hier gibt. Oder ich würde euch gerne mal so eine Cartridge zeigen eigentlich. Da haben wir jetzt ja ein paar. Und zwar hier. Zum Beispiel River City Rancid. Und da muss ich machen, beat the game, schaffe das Game. Schaffe das Game mit 50 Ringen. Es gibt insgesamt 100 Ringe. Schaffe das Game mit 100 Ringen. Schaffe das Game ohne ein Continue zu nehmen. Man hat nämlich 9 Leben. Und dann nochmal ein Continue und dann nochmal 9 Leben. Wie früher an diesen geilen Dingsautomaten, an diesen Spielautomaten, wo du eine Mark reingeschmissen hast. Und dann nochmal beat the game mit 100 Ringen. Also wenn ich das Spiel schaffe, alle Ringe einsammeln, ohne Continue zu nehmen, ups, dann kriege ich alle 4. Ich habe hier keine Zeit oder so, ich darf nur halt nichts drankommen, ne? Und ich weiß jetzt schon, dass Schwimmen... Dass ich das niemals zu 100% spielen werde. Denn hier kommen bestimmt Fische oder so. Bisher geht's noch. Kommst du minimal dran, fängst du wieder hier an, ne? Nein. Und das im Wasser, das Ganze.
Nein! Das ist so Armor. Ich komme noch niemals da oben drüber, oder? Hä? Ah, ich weiß wie. Achtung. Es ist noch brutaler. Ah, da komme ich natürlich auch nicht drüber. Also das macht schon Spaß, ne? Das ist lustig. Aber das zu schaffen mit allen Ringen. Und dann so pixelgenau zu springen. Oh, na koi. Und es gibt immer, ich bin jetzt in Level, in Welt 3, 4, es geht bis 3, 9, glaube ich. So, ein Secret haben wir schon immer, also ein Erfolg. Boah, ist das fies! Ich habe natürlich auch gerade das Wasserlevel genommen. Ich glaube. Ah, ich komme hier nicht durch. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist für mich das Schwerste. Ich hasse sowas. Habe ich schon bei Super Mario Land gehasst. Ey, ich komme ja durch. Nein! Ich glaube, man sollte es einfach erstmal probieren durchzuschaffen. Ohne die Ringe. Really? Fertig. Das machen wir jetzt nicht. Von Premium auf Deluxe zu upgraden. Jetzt hat mich das Fieber. Ja, komm. Ich will ein anderes machen. So, das Geilste ist, bei dem hier hat man ja insgesamt 18 Leben, ja. Das hier, wie man sieht, habe ich jetzt schon oben. Das habe ich schon. Das erste, zweite und dritte Achievement habe ich schon. Bei dem hier habe ich das erste und dritte schon. Hier fehlen mir alle. Die hier zeige ich euch auch mal. Muss man Folgendes machen. Die muss man einfach nur durchschaffen. Man hat aber nur ein Leben. Das heißt, man muss das schaffen, ohne kaputt zu gehen. Fängst halt wieder von vorne an. Aber egal, in welchem Level du das machst. Fängst du wieder hier an, ne? Und das ist halt einfach, das ist mir zu nerdig. Also, das ist schon krass. Los, die zweite her. Ja. Das ist Amok. Ich meine, das schafft man bestimmt irgendwie, aber ich nicht. Ich schaffe ja nicht mal das hier. Auch 9 Stages. Soweit ich das gesehen habe. Ach so, nein! Da kannst du dich halt mal einen ganzen Abend hinsetzen und nur sowas machen, ne? Nur so ein Teil hier.
Deswegen, aber das zählt, glaube ich, nicht zu den 100% im Spiel. Das ist nur Steam. So, sammel doch einfach das Ding da hinten ein. Dann fängst du wieder von vorne an. Wenn der es einmal nicht da festhält, fängst du wieder von vorne an, ne? So. Jetzt will ich aber nochmal die anderen probieren. Das hier. Und das Bar-Dings, der Ash Climber. Ich will es bloß mal schaffen, einfach. Zu schnell salzig werden, Kimi, oder was? Alter, ich schaffe nicht mal die erste Stage.